Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1. Und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen. Und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um, also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte. Und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Formel zu beweisen. Beweisen wir zuerst, dass diese Formel stimmt für n gleich 1. Links vom Ist-Zeichen haben wir diese Summe von 1 hoch 3 bis 1 hoch 3. Das macht also 1 hoch 3. Und rechts erhalten wir diesen Bruch im Quadrat, indem wir da und da n durch 1 ersetzen. Und diese Gleichheit stimmt dann und genau dann, wenn 1, diese 1, genau dasselbe ist wie 1. Dieser Bruch, das macht 1 mal 2 geteilt durch 2, also 1. Im Quadrat bleibt 1. Die Formel stimmt also dann und genau dann, wenn 1 dasselbe ist wie 1, was offensichtlich ist. Somit ist die Formel für n gleich 1 okay. Wir nehmen jetzt an, dass die Formel stimmt für n gleich k. Wir haben also diese Formel als Hypothese. Wir erhalten diese Formel, indem wir in dieser Formel n da, da und da einfach durch k ersetzen. Wir nehmen also an, dass diese Formel stimmt. Und anhand dieser Annahme werden wir beweisen, dass die Formel ebenfalls stimmt, wenn n k plus 1 ist. Wir werden also beweisen, dass die Summe dieser Würfel genau dasselbe ist wie diese letzte Zahl k plus 1 mal die darauffolgende k plus 1 plus 1 geteilt durch 2. Und das Ganze im Quadrat. Diese Summe von diesen k plus 1 Würfeln sehen wir so an. Wir schauen zuerst die Summe dieser k Würfel und durch diese Formel wissen wir, die Summe dieser k Würfel ergibt diesen Bruch im Quadrat. Also können wir diese Summe bis k hoch 3 durch dieses Quadrat ersetzen. Ist gemacht. Jetzt rechnen wir diesen Bruch im Quadrat, das macht k Quadrat mal k plus 1 Quadrat geteilt durch 4, so. Und dann machen wir diese zwei Brüche gleichnamig. Hier steht k plus 1 hoch 3 geteilt durch 1 und jetzt multiplizieren wir Zähler und Nenner mit 4. Somit sind diese zwei Brüche gleichnamig und um sie zu addieren, genügt es, diese Zähler zu addieren. In dieser Addition können wir k plus 1 im Quadrat ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann k Quadrat
plus 4 mal k, 4k, plus 4 mal 1, plus 4. Und k Quadrat plus 4k plus 4, das ist genau das Quadrat von k plus 2. Und diese Zahl k plus 2 können wir schreiben in dieser Form k plus 1 plus 1. Und somit haben wir unsere Formel vollständig bewiesen.